Ja, hallo meine Lieben, warum die Willenskraftmethode beim weniger und gesünder Essen ganz selten und auch ganz selten dauerhaft wirkt, das besprechen wir in diesem Video. Ja, wie viele von euch wissen, habe ich nun vor circa 5 Monaten es Gott sei Dank wieder geschafft, meine Essgewohnheiten entscheidend zu verändern, auch wenn ich diesbezüglich ja nicht unerfahren bin und meine sogenannten Essgewohnheiten immer wieder durch die verschiedensten Ansätze, wie eben zum Beispiel jahrelang vegetarisch, wie vegan zu essen. Ich lasse seit Jahren Getreide, Milchprodukte weg und habe auch die Blutgruppendiät immer schon mal versucht und einige andere Dinge, die mich dann einfach positiv bei der Gewichtsabnahme unterstützt haben, habe ich dann doch immer wieder Phasen, wo das Gewicht so nach und nach und auch trotz oftmals Sport einfach so nach und nach wieder gemütlich nach oben marschiert. Ja? Und letztes Jahr, okay, es war das erste Corona-Jahr, sagen wir es mal so. Stress natürlich hoch oben, bedeutet natürlich auch wieder Gewichtszunahme. Stress ist eben auch Gewichtszunahme in den meisten Fällen. Ja. Ist es natürlich auch dem geschuldet, und im November habe ich aber dann mehr oder weniger genug gehabt. Da habe ich gesagt, hallo, das geht so einfach nicht mehr weiter, das ist jetzt entscheidend zu viel. Meine Waage hat damals 115 Kilogramm angezeigt, das ist brutal viel gewesen, das war 10 Kilo mehr als mein Höchstgewicht vor ein paar Jahren. Ja, das ist einfach so, man hört es. Man merkt es nicht, man verdrängt es. Ja, es ist natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt, der da mit einhergeht. Das ist wie mit dem Haare wachsen, die wachsen und ich sehe es trotzdem nicht jeden Tag. Und ich gewöhne mich tagtäglich daran, wie ich halt jetzt gerade aussehe. Und so ist es natürlich auch mit dem Zunehmen. Man gewöhnt sich ja täglich an das, wie man jetzt aussieht, und man merkt es dann gar nicht mehr. Ich habe es dann erst gemerkt, wie ich den Vergleich habe. Es heißt ja so schön, der Vergleich macht dich sicher. Ein Foto von 2020 im Sommer und dann ein Foto vor ein, zwei, drei Monaten. Da sind dann 20 Kilo weniger sehr, sehr sichtbar. Und da hat man fast ein bisschen die Augen vom Kopf rausgegangen. Und doch, der alter Schwede, bist du Blatt gewinnen, also das heißt auf Deutsch übersetzt dick. Ja? Warum jetzt so viele Menschen trotz Willenskraft und mit den verschiedensten Diäten sehr selten langfristig ihr Gewicht halten können, vorausgesetzt sie haben überhaupt einmal was abgenommen, das erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So meine Lieben, da bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV und bewusst gesund bei Gio. Ja, die Willenskraftbekundungen, wer kennt es nicht? Diesmal schaffe ich es, diesmal wird es mir gelingen, ich werde mich anstrengen, alles klar, ich besiege den Schweinehund, ich beiß mich durch oder was auch immer. Das hilft aber meistens den wenigsten nix. Und wenn es dann schon jemand einmal schafft, dann meist eben auch nur mit eiserner Disziplin. Und dieses eiserne Diszipliniertsein die ganze Zeit, jahrelang dann, das macht dann im Leben auch nicht wirklich mehr Spaß, wenn man ständig diszipliniert sein muss. Ja, wenn man sich ständig maßregeln muss. Im Normalfall wissen ja die meisten, was sie eher nicht essen sollten und was sie eben auch essen sollten. Ja? Eine Gruppe nimmt zum Beispiel mit Low Carb, also weniger Kalorien ab, die andere wieder eher mit Normal Carb, dafür kein oder wenig Fleisch, wenig Fett. Viele versuchen es einfach mit weniger Essen, das heißt FDH, frisst die Hälfte. Andere werden vegan, vegetarisch oder ich weiß nicht was, wobei vegan auch nicht automatisch gesund und schlank bedeutet, weil als Veganer kann ich natürlich auch Unmengen an raffinierten Weizenprodukten in mich hineinstopfen. Ja, so ist das halt einfach auch mal. Natürlich kommt es auch wiederum vom Stoffwechseltyp ab. Die einen nehmen mit viel Kalorien, also mit viel Kohlenhydraten, wollte ich sagen, eher ab, die anderen nehmen eher
zu. Ja, und so gibt es ganz einfach viele Versuche abzunehmen und meist gelingt es eben auf Dauer den wenigsten. In dem Video erfährst du ja also, welche Stoffe dafür sorgen, warum du immer wieder zum Kühlschrank gehst, warum dieser Heißhunger daherkommt, diese Attacken, die wir alle kennen und warum einfach der Sättigungsmechanismus einfach nicht mehr so wirklich gut funktioniert. Das heißt, dass der Körper einfach ganz automatisch sagen würde, so, jetzt ist Stopp, jetzt haben wir keinen Hunger mehr quasi. Ja, und was das Ganze noch dazu mit dem menschlichen Belohnungssystem zu tun hat, manche werden das kennen, dieses Belohnungssystem eben aus dem Kontext mit Abhängigkeit und sucht also, was da auch noch damit einhergeht, also mit diesem Belohnungssystem. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Wer kennt das nicht? Ja, ich kenne das auf jeden Fall schon. Eine Packung Chips oder Erdnüsse, die Pommes aus dem Backrohr, das sogenannte gesunde Weizenbrötchen mit Salat, Gurkerl und einem Veggie-Burger. Ja, so nach dem Motto, eh nur ein paar Bissen und eh man sich dann eben auch versieht, ist die Packung dann einfach einmal aufgefuttert. Aus dem gesunden Weizenburger sind dann einfach mal zwei oder drei geworden und aus der einen Eiskugel oder dem einen Rippchen Schokolade wurden dann noch drei oder vier oder der Schokolade ist überhaupt als Ganze verschwunden. Das kennen wir wohl alle nur zu gut, ich auf jeden Fall schon. Ja, meine Lieben, ist das nun reine Willensschwäche oder was ist das? Ja, ich kann es euch auf jeden Fall gleich mal vorweg sagen, im Normalfall hat es mit Willensschwäche überhaupt nichts zu tun, auch wenn sich dann viele so nach dem Motto, ich bin einfach zu willensschwach, was soll ich tun, dann wieder zufrieden geben und es dann einfach dabei sein lassen und dann halt so weitermachen wie bisher. Schauen wir doch einfach mal, was denn in Chips, Erdnüssen, dem Weizenburger, trotz Veggie, natürlich auch in Cola, den Softdrinks, Nudeln, Brot, alles so enthalten ist. Genau, du wirst es wissen, es ist vorwiegend Glucose, sprich Zucker und natürlich auch viel Fett, vor allem die sogenannten Transfette, die gehärteten Fette, aus den ungesättigten Fettsäuren. Ja, die meisten von euch werden nun auch wissen, dass vor allem Zucker und da eher noch der raffinierte Zucker dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel einfach permanent aus dem Ruder läuft. Bing, bong, das geht wie bei einem Tischtennisspiel hin und her. Kurz nach dem Essen eines Brötchens oder von Spaghetti steigt der Blutzucker wumm, nach oben, über ein normales Maß einfach hinaus. Insulin muss wieder ausgeschüttet werden, damit der Zucker einfach als Energie in die Zellen dann gelangt. Viel Zucker kommt entweder da gar nicht oder einfach viel zu spät in die Zellen. Das heißt, dass dieser Zucker, der nicht in die Zellen kommt, wird dann in die Fettzellen als Fett abgespeichert. Da klingelt es dann auch wieder. Genau, da haben wir die erste Fettzunahmequelle. Der permanente Blutzuckeranstieg durch vieles Essen von nährstoffarmen und eben ballaststoffarmen Kohlenhydraten sorgt auch für einen permanenten Blutzuckerabfall. Also wie gesagt, es geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das bedeutet wieder Heißhunger, man braucht wieder etwas, um den Blutzucker nach oben zu bringen. Ein Kreislauf, aus dem man einfach nicht mehr so leicht rauskommt. Jetzt ist das jedoch nicht das Einzige, was durch raffinierte Kohlenhydrate passiert, mein Lieben. Zucker macht nämlich auch süchtig. Genau, richtig gehört, Zucker macht süchtig, ganz genau. An das denken jetzt wohl die wenigsten, weil man da ja sofort an zum Beispiel Heroin, also harte Drogen, an Alkoholsucht denkt, Spielsucht vielleicht noch und dann damit natürlich vergleicht, Alkoholsucht, Heroinsucht und Zuckersucht. Hier hat man einfach Bilder dann von Heroin-Junkies, von Alkoholikern. Und wo sind jetzt die Zucker-Junkies? Naja, natürlich hängen die nicht in irgendwelche Straßen herum. Das gibt es einfach so nicht. Ja. Einen Junkie macht ja nicht nur die Substanz, also das, was man zu sich nimmt, zum Junkie, sondern eben auch die Verfügbarkeit dieser Substanz oder eben die Nichtverfügbarkeit. Und Zucker ist ja ganz einfach und permanent verfügbar. Das heißt, wir haben ja das sowieso permanent und ständig in unserem Essen drin. Und dadurch geht auch die Gesellschaft mit dem ganz normal um.
weil hier keine Beschaffungskriminalität, wie es bei Drogen zum Beispiel ist, entsteht. Und da sind wir dann einfach auch weit weg von einem sogenannten Junkie. Es ist ja bei uns auch ganz normal, dass man 4, 7, 8, 9, 10 Stunden täglich vor dem Fernseher sitzt. Natürlich muss man auch hier von Abhängigkeit sprechen. Und trotzdem gibt es keine Fernsehsucht in dem Sinne und es gibt auch keinen Fernseh-Junkie, zumindest nicht offiziell. Doch beim Zucker ist es nämlich genauso eben auch wie bei anderen Drogen. Ja? Mit Drogen werden zum Beispiel Opioide einfach in den Körper gebracht und wir haben auch körpereigene Opioide. Und wenn ich Zucker zu mir nehme, ja, dann fängt der Körper zum Beispiel an, körpereigene Opioide zu produzieren. Ja? Und diese körpereigenen Opioide haben natürlich die gleiche Wirkung, wenn nicht sogar noch eine bessere Wirkung, als wenn sie von außen hineinkommen. Und von diesen Opioiden kann man natürlich genauso abhängig werden. Und weiter sorgt einfach Zucker noch dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Ja, genau, sogenannte Glückshormone, in dem Fall vorwiegend eben Dopamin. Ja, und in der Summe bedeutet das nun, dass sich unser Belohnungssystem merkt, ja, dass man sich mit dem süßen Zuckerstoff etwas Gutes getan hat und dabei eben dann Glückshormone und Opioide ausgeschüttet werden. Und so sagt es einfach, also das Belohnungssystem sagt dann immer wieder, mei, das will ich wieder, ich brauche wieder eine Belohnung. Ja, wenn man ein bisschen einen Hänger hat, dann schaltet sich das Belohnungssystem ein und sagt, ich brauche wieder ein bisschen was, ein bisschen Zucker, ich möchte wieder belohnt werden. Und so haben wir dann quasi denselben Effekt wie mit anderen Substanzen. Ja? In weiterer Folge habe ich ähnliche Begleiterscheinungen wie eben auch mit anderen Drogen, zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Kontrollverlust, das heißt die ganze Schokotafel wird dann aufgegessen, obwohl man das eigentlich nicht wollte. Und bei Zuckerabfall kommt dann die Nervosität und schon langsam aber doch muss es dann auch immer mehr und immer mehr sein. Lange genügt ein Krapfen oder vielleicht zwei Krapfen oder ich weiß nicht, irgendwas Süßes und dann sind es halt drei Krapfen und so weiter und so fort. Ja, das ist dann der sogenannte Toleranzverlust. Ja, und so ist es, so ist man dann einfach drinnen in der Zuckerfalle, obwohl man sich dessen eigentlich gar nicht so wirklich bewusst ist, weil man damit ja lange gut leben kann und es dann offiziell, wie gesagt, auch keine Zuckersucht gibt. Und weil es halt ganz, ganz viele so machen, weil es auch ganz, ganz vielen so geht, drum fällt es halt dann auch nicht auf. Ja, wie gesagt, Zucker ist einfach jederzeit verfügbar. Er ist ja sowieso im Essen drinnen. Über Jahre macht sich dann dieses zu viel an Zucker halt über Krankheiten wie Diabetes, über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu viel Cholesterin, über Blutgefäßprobleme, weil natürlich dieses Zuckerkristall, das ja sehr, sehr groß ist, diese Kristalle sind sehr groß, die sind lang im Blutgefäß drinnen und da stellen sie natürlich einiges an, was sie an für sich nicht sollten. Ja, und natürlich dann auch die langsame, aber jedoch stetig steigende Gewichtszunahme, die dann kaum eben noch zu bewerkstelligen ist, weil alles, was lang dauert, das man kaum mitbekommt, ja, das dauert dann auch meistens wieder relativ lang, bis man da wieder sozusagen runterkommt von dieser ganzen Angelegenheit. Ja, ich will gar nicht von Zuckersucht grundsätzlich sprechen, da hier noch andere Kriterien hinzukommen, wie zum Beispiel eben, dass Süchtige kaum noch irgendetwas anderem nachgehen können aus ihrer eigenen Sucht. Und das ist ja mit dem Zucker grundsätzlich und Gott sei Dank einerseits natürlich nicht der Fall. Und deshalb ist die Zuckersucht auch nicht offiziell als Sucht anerkannt und nichtsdestotrotz passiert genau das, was ich ja gerade beschrieben habe und ist schlussendlich der Grund, warum ganz viele Menschen mit Willensstärke einfach nicht weiterkommen, wenn es um ihr Gewicht und die Gesundheit geht. Ja, beim Zuckerkonsum mal ansetzen wäre einfach mal so ein Ding und wäre natürlich wesentlich wertvoller als irgendwelche synthetischen Medikamente einfach immer wieder nur zu nehmen. Und dass Zucker eben auch dafür sorgt,
dass die Chipspackung aufgegessen wird oder auch im Brot, im Weißbrot zu Zucker verstoffwechselt wird und dann diesen, ich muss noch viel mehr davon essen, Effekt wegen des Belohnungssystems aufwirft. Schaut mal, wo überall Zucker drinnen ist, das ist unglaublich. Und ja, anfänglich habe ich ja auch noch von den Transfetten gesprochen, die Transfette mit ins Spiel gebracht. Außer dass diese für sich natürlich mega ungesund sind, im Vergleich zum Beispiel von Olivenöl, Kokosöl oder eben auch Hanföl, ist eben Transfett in der Kombi mit raffiniertem Zucker der Süchtig- und Dickmacher per se. Also wenn du wirklich was für deine Gesundheit tun willst, dann fange mit der Reduzierung des Zuckers und diesen Kombis aus Fett und Zucker wie Chips und Co. einfach mal an. Bevor die Diskussion mit und was ist mit Fruchtzucker anfängt, auch Hände weg vom Fruchtzucker, denn das ist ein Isolat und nicht das gleiche wie der Zucker, den du mit einem Apfel oder einer Banane isst, denn da hast du das Ganze, hier hast du die ganzen Vitalstoffe, die Pufferstoffe, alles was so drinnen ist, natürlich auch die Ballaststoffe genauso mit drinnen. Eben auch in vollwertigen Getreideprodukten im Vergleich eben zu raffinierten Getreideprodukten. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, gibt es zu Zucker an und für sich noch vieles und einiges zu sagen. Denn Zucker kommt ja nicht nur als Industriezucker daher, sondern in vielen Formen und versteckten Möglichkeiten. Doch das zu einem anderen Zeitpunkt und Video. In dem Sinne, alles, alles Liebe. Wisst ihr, diesen da. Und schaut auf meine Seite, Homepage Bewusst Gesund bei GeoSix, Lebensmut an.t. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus. Und bleibt gesund und wenn es noch nicht seid, dann werdet es. Servus.